nicht unterkriegen lassen, das ist Mark Pfuhls Lebensmotto. Die nötige Kraft dazu holt er sich auf dem Golfplatz. Und hier kann er auch ganz locker erzählen, wie es dazu kam, dass er zurzeit im Rollstuhl sitzt. Ich war in Thailand mit Freunden auf der Suche nach einem Golfplatz und wurde an einer Schnellstraße, als wir das Auto verlassen haben, von dem Fahrzeug angefahren, wurde zurückgeschleudert und dadurch habe ich diese Überdehnung im Halsbereich bekommen. Mein 7. Halswirbel wurde zertrümmert und ein Stückchen Knochenmark ist ins Rückenmark gedrungen. Dadurch wurde sofort ab hier der Querschnitt ausgelöst. Früher war Jens Maaspool einer der allerbesten Hobbygolfer. Handicap 8 und das Promi-Turnier mit Franz Beckenbauer von St. Leon Roth hat er vor 2 Jahren sogar gewonnen. Heute sind seine Mitspieler von ihm besonders beeindruckt. Und wenn man den spielen sieht, na ja, dann denkt man, dann hört man sofort das Golfspielen wieder auf, weil der hat Abschläge, das ist unglaublich. Also man kann trotz Behinderung, so schlimm es auch sein mag, kann man es noch zu einer gewissen Leistungsstärke bringen. Nicht alle, die im Rollstuhl sind, können natürlich Golf spielen, aber er hat das so entwickelt und hat ein spezielles Gerät im Rücken und so, dass er das macht und er spielt sensationell. Dieses Gerät, das Maaspool hilft, ist Teil eines Spezialrollstuhls. Den sogenannten Paragolfer hat der südafrikanische Profispieler Anthony Netto nach seinem eigenen Unfall aus einem besonderen Rasenmäher entwickelt. Es ist ein Stehrollstuhl vorne eingebaut, ich kann euch das mal kurz zeigen, der mich halt nach oben bewegt, damit ich den Ball schlagen kann. Ja, und dieses Konzept ermöglicht mir halt ganz normal, dir in die Augen zu gucken, was natürlich sehr gut ist, und eben auch den Ball zu schlagen. Damit heizt Maaspool von Grün zu Grün. In seiner Gruppe spielt Schauspielerin Christina Lesch, deren Mann Michael eine schlimme Krebserkrankung auch dank seiner Golfleidenschaft überwunden hat. Es ist identisch, dass für meinen Mann ganz wichtig war, gesund werden, um wieder Golf spielen zu können und auch wieder arbeiten zu können. Und das ist bei Jens genauso. Also die Lust auf das Golfspielen, sagt er, das hat ihn einfach so bewegt. Und die Ärzte glauben sogar, dass der Frankfurter irgendwann wieder laufen kann. Das Rückenmark ist nämlich nicht durchtrennt. Bis dahin helfen ihm seine Freunde, der Golfsport und sein positiver Lebenswille.